Willkommen zu einer neuen Folge von Daisy is dead. Hello. zu zweit. Zu zweit. So, und heute dürft ihr abstimmen, ob ich ihn abschieße. Ja! Warte, was? Wie Ja, geht der das wird ein. Go-Bebe? Und ob ich den Schalldämpfer dazu benutzen soll mit oder nicht. Ach, das ist egal. Nein, das ist nicht egal, weil entweder kommt Zombies oder nicht. Und nicht. Und doch als nicht, ne? Auch da aus dem Arsch. Oh, jetzt habe ich wieder diesen Bug. Und ich muss warten, bis es mal voll geht. So gehen kannst du trotzdem, oder? Ja, aber dann habe ich diesen Laufbug, wenn ich das komplett Ach so. auslaufe, die Ausdauer. Dass er denn angeblich geht, aber trotzdem sprintet. Ach so. Man, das sieht aber total ekelhaft aus. Halbautomatik, Vollautomatik. Ach so, Einzelschuss gibt's hier nicht, schade. Halbautomatik ist Einzelschuss. Nicht drei. Ah nee, das ist ja drei Schuss. Gibt's auch Ja, noch. das wäre so ein Salvenschuss oder so. Oder Dreischussbetrieb oder hast du nicht gesehen? Keine Ahnung, was alles gibt. Ich will auch noch so ein Visier haben. Aber ich sind wieder so ein Baracken. Da möchte ich gerne mal eigentlich noch mal reingucken. Naja, Baracken sind immer gut. Wie ist dieses Wellblech, was wir auch für Dings bräuchten? Ja, das Wellblech lag ja direkt bei deinem Zelt. Strickmütze. Nimm sie, zieh sie auf. Eine Brille. Oh, geil. I have eins Brille gefunden. Finde mal lieber ein Visier. Noch eins. Ich brauche eins. Was denn für eins? Das Visier, was du auch hast. Wow, ernsthaft jetzt? Habe Ja. ich das noch? Ich habe davon vier oder fünf Stück immer mal wieder gefunden. Jetzt hatte ich dir aber gesagt, Dom. Ich habe dir doch extra gesagt, ich gebe dir meinen mit dem Visier und dann brauche ich das andere Ding auch noch. Darum habe ich ja deinen Helm aufgehoben. Den ohne Ach Visier. so. Oh, ich dachte Visier für die Waffe. Nein. Hier liegt gar Geschenk, aber nichts drin. Schade, dass sie da nichts reingepackt haben. Irgendwie so was zu trinken oder so. Also so ein Stinkefinger oder so. Eine kleine Ja, wer weiß. Gurke. Wer wenn das der drauf steht. Geil, wieder AK-Muni. AK-Munition. Oh, Kalentarnetz. Schon noch eins. Ja gut, ja, das haben wir hochgedreht, das weiß ich ja noch. Willst du auch eine Aber. Skimaske mit Totenkopf? Nö. Ist mir dann doch schon ein bisschen zu schwul. Ich Oh, würde ein gerne Skifahren. Sturmrucksack! Nein, wäre der groß, der Sturmrucksack. Oh, schade. Ja, noch ein Tarnnetz. Junge, Junge, Junge. Ja, wir haben ja nicht genug. So, Wo du kann man läufst nie ja auch genug gerade durch die haben? ganzen Häuser hier, ne? Ja. Ja, wenn du schon, dann schon, dann. Und dann. Aber dann. Doch dann. So, bist du? Ich komme raus. Was liegt denn hier? Drahtgeflechtbarrikade. Ach stimmt, das war ja das. Ich gehe immer noch auf der Hauptstraße. Jetzt. Okay. Oh, in der Straße. Da, natürlich. Ah, da. Von wie wenig hoch der noch springen kann. Wow. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder in die Richtung. Genau. Ja, und jetzt sind die wieder bereit. Genau. Hier, da gehen wir mal kurz rein. Ich glaube, da war ein Visier tatsächlich noch drin, ne? Ich meine, Visier werden wir noch mal finden für dich bestimmt. Hast du. Wieso hast du mir jetzt dein Visier überhaupt gegeben? Weil du das unbedingt haben wolltest? Ja. Wollen wir es küssen? Nein. Ah, hier, Na gut. hier ist die Skorpion drin. Ich Ja. glaube. Das Visier, ne? Wie?
Nein. Ich dachte, hier waren die das. Normalerweise hatte ich die vorhin auch in so ein Haus gefunden, die Skorpion, aber zweimal. Also war das anscheinend das Haus. Nee. In die Richtung. Bist du hinter mir? Du bist hinter mir! Nein! Guck mir aber also nicht auf dem. Furzen. Bitte jetzt oh. Nicht furzen. Oh. Guck, ich habe noch weiße Hose gefunden. Zieh die lieber nicht an. Zieh die lieber nicht an. Hab's dir gesagt. Oh, jetzt kriegst du Durst, wa? Hier. Oh ja, krieg ich richtig Stuhldurst. Dann guck mal, da ist das Rohr, wo mein Stuhl durchkam. Oh. Also, das Rohr ist der Originaldurchmaß von dem Stuhl. Alter Schwede. Schön durchgekackoschend. Nee, nicht Schwede. Gabelstuhl. Das wird eine Qual, später Dennis mal wieder zu finden, Alter. Oh ja. Gönnen und gucken, wo er ist und so. Das wird wirklich, warte mal. Ich muss mal kurz mein iPod hier anschließen. Den nutze ich jetzt momentan als Stoppuhr. Mein iPod, ja. Ich habe hier noch einen. Ja. Mit kaputten Bildschirm, bitte schön. Ich will aber den heilen haben. Nee. Du nutzt sie sowieso nicht, also kann ich den kaputten für die Stoppuhr nutzen. Nein, auf den Heilen sind die ganzen Passwörter drauf. Der ist mir egal, was auf den kaputten. Also, wenn ihr bei Kalle einbricht, ihr braucht nur sein iPod. Da stehen alle Passwörter. Okay. Na, denkst du, wie ein Karmechanical Games, ne? Und was? Na und? Lackieren. Einfach V8 drin knallen. Wenn dann schon V9. Ja. Hast du eigentlich das gesehen hier, das Bild, was ich dir geschickt habe, hier mit Gold Rush da, das Game? Ja, aber. Das Angebot war. Ist ja kein Multiplayer. Ist auch schon fast wie Car-Mechanical Games. Da musst du auch übrigens die kleinen Einzelteile ausbauen und sowas. Irgendwelche Zahnräder und hast du nicht gesehen. Ja, aber es gibt halt kein Multiplayer. Ja, das ist die Scheiße. Ach, da ist noch eine Blechhütte. Ich hab's dir nicht gesagt, hab's dir nicht gesagt. Blechhütte! Upsi. Erlaubt aber nicht immer so schnell. Hier ist nochmal eine Mauer. Ja, hier war nur eine kleine Militärbase so. Zwischen uns und deiner. Müsste die das eigentlich sein? Aber hier, die können wir auf jeden Fall nochmal durchgucken. Alter, mein Blut geht nicht weiter. Ich bin komplett voll. Ja, kannst auch nicht weiter hochgehen. Nein, ich meine komplett voll halt. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Okay. Ich bestimmt. Ich höre jetzt schon die Zombies. Sind abgestürzt. Ah ne, zwei Panzer sind da. Waffe Russ. Gut, deine hören sie wenigstens nicht, ne? Die anderen. Doch. Oder? Doch. Komm angelaufen. Aber bei Dennis auch so. Das ist irgendwie nur für Spieler und nicht für Zombies, da. Oh, hier ist noch ein Feldfunkgerät. Ich will das Ding in echt haben. Ja. Hier ist ein taktischer Helm, aber der sieht scheiße aus, wenn du den auffasst. Wow! Oh, hier drinne! Ja, ist das dein Ernst? Alter! Warum sterben die nicht nach einem Schuss? Scheiß hier, ey. Scheiß die Wand an. Keine Sorge, ich habe draußen laut einen Schuss abgegeben. So, dann muss ich jetzt mal meine Waffe wieder nachladen. ATP-Munition, Alter. Keine Sorge, hast du noch nicht in Ordnung. Ah, konnte ich aber stacken. Genug. Ach, oh. Hab ich auch schon nachgeladen, gut. Halt. Ist auch nachgeladen. Ist da noch was? Nee.
Sie eine. Schon wieder ein Fernglas. Alter, noch ein Tarnnetz, Junge. Also langsam reicht's. Tarnnetz. Verschwinde hier. UMP. Feldrucksack. Oh. Sogar in den Grün wie meine Jacke. Oh ja, das heißt, nicht mit. Alles umpacken, ja. Natürlich heißt es das Kalips. Hallo, einfarbig ist das schwarz. Alter! Ich habe so eine komplette Maske. Ich weiß nicht, du hattest ja nur diesen Tuch mit der Totenkopfmaske drauf, oder? Ja. Ich habe die komplette. Halt, so ein komplett Ding. Was du komplett über den Kopf ziehst. Ja, das ist so eine Maske. Achso, ich dachte, du hast so dieses Tuch. Hier liegt ein Pilotenhelm. Wie ist. Ja. Mit großem Visier. Mit Visier. Mhm. Vielleicht kannst du das runter machen. Keine Ahnung, wie. Achso. Nicht so schön. Nee, das stimmt. Was ich da gefunden habe, ist schon Nonplus Ultra. Ja, aber auch nur mit Visier. Ohne sieht es voll hässlich. Ja. Aber ich wusste ja, dass es dafür ein Visier gibt und das auch noch gleichzeitig geil aussieht. Nein. Ich finde es schade, dass es hier keine Panzer zum Fahren gibt, ey. Das wäre so geil. Oh, neuer Spieler. Hallo, ah, bist du neu hier? Ja. Du bist irgendwie tot. Bitch. Wir sind immer noch alleine auf dem Server, das ist doch mal schön. Ah, oh, hier liegt eine ballistische Schutzweste. Die sieht schöner aus, aber hat halt viel weniger Platz, oder? Viel weniger Stube, ja. Schade. Ballistische Weste hat, glaube ich, gar keinen Platz, oder? Doch, 24 doch. Sogar. Ja. Wo bist du? Irgendwo. Cool. Zu halt immer noch verzweifelt ist. Wie sie ja. ATOG-Visier, alter Schwede, ey. Ich will ganz normales Rotpunkt-Visier haben, ey. Ledernäße. Ich meine, es ist auch nervös. Also, ich würde jetzt dann doch langsam weiterlaufen zum Zelt. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt nur 45 Minuten, dann muss ich off. So, ist er dann weg. Komm. Geike die. Warst du auch schon in den anderen Dingern, anderen Häusern davon? Ich war jetzt in vielen Häusern. In dem Tracken, da wo du gerade rumschießt. Pass auf, ich bin jetzt auch rumgelaufen. Hinter dir. Boah. Gerade um die Ecke gekommen, ey. In die Baracken warst du auch schon überall? Ja. Ich war hier, ja, deswegen, ich war hier jetzt eigentlich schon über. Over at all. In die Richtung? Ach, in die. 4400. Gut, dann kann das langsam runtergehen. Alter, bis 6800. Na gut, wir sind jetzt 8000. Ich hab das Gefühl, dass es doch langsam dunkel wird hier, ja? Muss mal saugen. Mein Trinken ist immer noch komplett alles oben. Alles, Essen und Trinken, ich verstehe es nicht. Dennis hat auch letztes Mal übelst irgendwie Bug gehabt, dass das übelst schnell wegging. Das Saufen ständig. Entweder es geht sau schnell weg oder es bleibt ewig da, ich verstehe das nicht. Okay, hier ist ein kleiner Pfad. Ich muss hier hochgehen. So, einfach mal um zu gucken, was da ist. Da siehst du, hier oben können wir unser Zelt platzieren, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Wäre echt cool. Ich finde hier bestimmt eine Feldflasche. Waffenpflegezelt, ernsthaft? Na, dann kriege ich meine wieder, ja? Schade. Na gut, hier oben, ich glaube. Das ist hier zu schräg. Ah, oh, genau, da wollte ich gerade auch hin. Wärmekissen und Kürbiskissen da. Also Müll.
Ja, wir brauchen ja auch diesen Kalk, um überhaupt was anpflanzen zu können. Oder zumindest besser, keine Ahnung. Bist du hinter mir? Oh, bist du komplett hinter mir. So, was war das? 6800. Noch ein Kilometer. Passt doch. Ja, alles negativ, schlecht. Und die andere Zahl? 4490. Oh. 99, also 4500. Ja. Darum lasse ich das jetzt schon mal langsam hochgehen. In die Richtung. Jetzt gerade konnte er aber lange laufen, muss ich sagen. Dann echt die Sonne? Nee. Die Sonne müsste. Ach doch, die ist hinter der Wolke, denke ich mal. Nee, hier hinter Dings, hinter den. Ja, gut, hinter der Wolke, ja. Steht die überhaupt mal ganz oben? Zeig mal kurz dahin. Ach nee, wir haben das gleiche jetzt mit dem Totenkopf. Ja. Ja. Da ist wohl noch ein dritten jetzt, ne? Davon dabei. Für Dennis. So. Totenkopf-Gang. Schlecht wieder zu. Ein Gegner kommt ausloggen. Disconnecten. Server aus. Wieder kalt. Sie hat geschlagen. Guck mal, meine neue Weste, die ich anhab. Nicht mal das Grüne, was du hast. Ich hab jetzt nur wieder. Ich hatte vorhin eine schwarze, jetzt habe ich die grüne. Ah, jetzt habe ich deine Hose so gesehen als Oberteil. Ja. Tatsächlich. Und ich habe die Hose gewechselt. Ich habe die Hose, die du zur Jacke hast. Wollen wir tauschen? Wenn du willst. Ja? Ist ja dann wenigstens makellos oder so? Ja, die hatte ich vorhin das Gruppe sammeln. Ja, ist noch makellos. Geil. Ja. Er macht sich nackig. Okay, wie machen wir das jetzt? Weil wir haben ja du packst. Beide. Achso, du hast ja nur die Dings dabei. Okay, gut. Warte. Er macht sich einfach nackig vor mich. Finde ich gut. Passt. Sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus bei mir. Ah, geil! Guck dir das mal an! Ich finde die Tarnklamotte schöner wie die Hose, die du jetzt anhast. Keine Ahnung. Ja, ein bisschen grobflächig ist meine. Vielleicht Flecktarn wäre cool gewesen. Nicht das, ja, das Grobe hier. So ähnlich wie deins und so ähnlich wie mein, so ein Mittelding. In die Richtung. Ja, das stimmt. Rucksack, ne? Ah, du hast jetzt den anderen Rucksack gefunden, den grünen? Ja. Da brauchst du wirklich echt noch die Hose. Eigentlich ja. Ich hab wir haben Hosen so getauscht. Ich hoffe, jetzt ist es aufgenommen. Natürlich, meine dürfte sogar noch warm sein. Hey, warum hat mir... Meine auch, aber vorne. Hat mir jetzt lauer trinken gemacht. Sieht aber dunkel aus. Ist da zu viel Dings drin? Zu viel Sirup. Mein Sirup ist alle. Oh. Ui. Ja, du bist doch so ein süßer Kanal. Nee, das ist zu viel. Das ist zu viel. Sagt der, ne? Der was auslöffelt? Sirup? Ja. Weiter genau, ich meine. Alter, nee, das ist ja was ganz anderes. Ja, das ist noch nicht so süßer. Also siehst du, wie sie an mich denkt, ey. Ich nicht an dich, oder was? Nein. Ach so, das war eine Frage. Die ganze Ausrüstung gestern gegeben. Die ganze Ausrüstung. Plus Waffen auch noch. Ja, der Rucksack, ja, das war geil. Und ein Pilz war drin. Ja, in dem Rucksack war ja auch noch die ganzen Klamotten, ja. Außer die Hose, die ich da ja nicht erfunden habe. Ja, warte mal, in die Richtung müssen wir. Der müsste? Ich müssen wir nur den Fluss lang, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, ne? Auf die Seite. Lul. Magdalena. Magdalena. Jetzt ist unser Zelt. Mein Zelt. Da ist es. Ich sehe es von hier. Ach du Scheiße. Ja, ich hocke jetzt einfach im Zelt drin. Nein. Ja, ist der Tal jetzt dabei. Geil. Ja, deswegen. Hallöche Zelt. Oh, ist er noch offen? Ach du großer Gott.
Wird das nochmal zumachen, damit du mal gucken kannst. Da musst du reingehen, ne? Oder nicht? Du musst ja auf das Inventar von dem Ding zugreifen. Ach so. Dann hier, dann machst du das. Ich will das nämlich sehen, wie das dann aussieht. Ja. Oh, 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 oh. Oh, ist das. 3, 2, 1. Clips. Oh, jawohl. Ja, das Blaue schimmert noch durch. Ich habe es mir ein bisschen dichter vorgestellt. Ja, das habe ich jetzt auch gedacht. Oh, nein, oder? Naja, der Eingang nicht. Nee. Das deswegen großen Zelt passt das voll. Weil das ja auch schon grün ist. Grün schon vergammelt. So. Ja, besser als nicht. Ja, geil, dann kommen wir jetzt. Geil, ey. Ich habe ja auch. Wieder mitgenommen? Ja, klar, klar, klar. Oh, gut, gut, gut. Was oh, die ganze. Du? Ich packe jetzt die ganze. Wir aus oder holen wir das Auto noch her? Wir holen das Auto. Nee, das Auto. Da kann man keinen Tarnnetz drüber schmeißen, oder? Das wäre so geil. Das wäre richtig geil. Aber hier hätten wir sogar Wasser. Hier könnten wir übelst viel aus dem Fluss mal rausholen und da einfüllen. So, was ich jetzt mache außerhalb der Aufnahme ist. Die Munitionskiste verstecken. Nicht in der Nähe vom Zelt, da braucht ihr jetzt hier nicht suchen. Pack's doch einfach ins Zelt rein. Nein. Spawnt. Sicher, das wird doch nicht despawnen. Ja, das spawnt die irgendwann. Irgendwann ist es weg. Tütensellerie. Ich würde die einfach mitnehmen, weil du hast ja da deine ganze Muni drin. Ja. So, Trockensack lasse ich auch hier. Huch. Was ist da drin im Trockensack? Mal kurz gucken. Ach, das Motoröl. So, Licht. Dings da, komme ich jetzt nicht drauf, obwohl ich es eigentlich jetzt hätte lesen können kurz. Das ist eine Lampe. Nee, ach nee, das ist der Trockensack. Ja, der Trockensack passt hier gleich rein. Voll sind das Ding, Alter. Das Zelt ist voll. Alter, so viel Thunfisch. Ja, hör bloß auf, die komplette untere Reihe da. Oh, da sind ja noch Multivitamin-Tabletten. Erstmal austauschen. Was ist denn das Kleine da? Ach, eine Kartoffel. Ja, ich hab hier. Ich hab doch mal alleine gespielt eine Zeit lang. Ja. Da, wo du und Dennis schon off warst. Ja, wart. Wo du immer nicht auf mich reagiert hast, weil ich dich bei Steam angeschrieben habe. Nee, da tatsächlich nicht. Drei. Lüg mich bitte an. Wenn's okay, so ich mag dich. Und so weiter. Übertreib mal nicht. Ich kann dich schon ganz gut leiden. Jetzt übertreibst du wieder. Dann packe ich erstmal meine Munition aus. Ey, lass dich ja auch vom Zelt weg, ja? Sonst raste ich hier aus, wenn hier nur eine Munition von dir im Zelt liegt. So, Zelt ist komplett voll. Ach du Scheiße, ey. Oh, die Lichterkette hätte ich gerne hier wieder. Die ist ja wirklich komplett voll. Ja. Ja, die hätte ich auch wieder gerne, die haben mein Zelt gehabt, aber hat man dann mal abgebaut wieder. So, das Auto. Ach, das wird jetzt hier eine Folge, dann geht die Folge halt länger. War das Auto nicht da? Okay, sind wir das weiterfahren, ja? Ja, das war ganz schön weit. Naja, was heißt weit gefahren? Genau in die. Weil da hinten haben wir es ja erholt, bei dem anderen Dorf, in die Richtung. Und dann sind wir doch ein bisschen weiter links runter. 4900. In die Richtung. Okay. Warte mal, und 6400. Also in die Richtung. Bist du ja vorhin durchs Dorf durchgelaufen? Ob da hinten schon wieder das neue Auto gespawnt ist? Ja, ist gespawnt. Achso, das war das? Nein, ich meine nur. Das Auto hier drin ist gespawnt, ja. Ja, weil, falls deins wirklich da ein bisschen zu doll ist, dass wir denn das dann einfach nehmen. Dass wir vielleicht einfach zu dem hinfahren und dann das umtauschen, alles, weißt du? Das. Komm, ich mach mit Messer, warte. Ich habe jetzt keinen Bock, dass hier alle kommen. Hör auf zu hauen. Das nervt immer noch. Da immer und immer weit das dazu. Ist ja da hinten links, ne? Ja, ich. Problem ist, ich habe. Du hast eine Batterie dabei, ne? Nö. Hä? Hast du. Hast. Echt nicht? Nee, Scheiße. Hab ich nicht dabei. Gut, dann müssen wir zu dem anderen Auto. Da ist noch eine Batterie drin. Ja, weil wir hatten noch eine in dem Auto, darum habe ich die jetzt nicht mitgenommen. 4986. So, da sind wir jetzt. Und 64. Huch! Ja, dreh dich noch mehr um mich rum.
Wenn dann ja, ich treffe ihn einfach nicht. Geh weg. Ja, komm natürlich zu dir, so ein Blödsinn. Achso, nee, mit Fäusten kannst du es komplett vergessen. Geh weg, hey, geh weg. Hä? Ich hab die jetzt nicht zugehauen und du bist doch nur hingegangen. So, 4, 6, 8. Und das andere war was? 6, 8. Also in die Richtung. War das nicht hier in dem Wald hier? Nee. Okay. War das echt so weit weg, das Auto? Ach, hier, ja. Genau, hier ist das Dorf. Genau. Ja. Hier ist die Kirche. Also da links ist es, sind wir ja losgefahren, weil da ist ja die Tankstelle. Genau. Ach, das ist doch ganz schön weit weg vom Zelt. Keine Ahnung. Ja, jetzt weiß ich wo. Sobald war die Tankstelle. Da ist die Tankstelle. Ja, gut, dann weiß ich jetzt wo. Danke, Anke. Erstmal zur Tankstelle und gucken, vielleicht haben wir Glück und da liegt nochmal Öl. Das wäre jetzt geil. Das wäre jetzt richtig geil. Hier liegt gar nichts. Ah, jetzt hat er auf. Sollen wir mal Benzin mitnehmen oder so? Ah, nee, hatten wir ja. Ah, die Benzin gesehen. Haben wir. Da. Achso, gut, die Folge geht jetzt tatsächlich ziemlich viel länger. Aber danach ist Ende. So, stoppen. So, boah, keine Stoppuhr mehr. Ich höre irgendwelche Tiere hier. Oh, gerade. Rechts, ne? Irgendwo. Mhm. So. Ja, stimmt, hier hinter war das, ja. War es doch nur gerade hoch. Ich dachte, die sind auf dem. Da steht's. Ah, ja. Hatte keine Heckklappe, ne? Okay. Ah, Gott sei Dank, ey. Oh. Nur dein eines Teil fehlt. Deine Zündkerze. Die hättest du wieder rausgenommen, was? Nee, die ist nicht. Die ist einfach nicht hier. Ja, ohne Zündkerze konnte man doch nicht, kann man doch nicht fahren. Stimmt, ich überlege auch gerade. Im Zelt war die nicht, ne? Ich glaube nicht, ne. So. Oder wie macht man? Achso, muss ich erstmal auffüllen, wa? Hier vorne musst du Wasser auffüllen irgendwie. Und von der Seite so sehen, von hier ungefähr, müsste man Motoröl einfüllen. Achso, boah, ich muss ja mal Wasser in der Hand nehmen, wa? Mhm. Ich mach mal Ego-Perspektive. Ja, ich habe jetzt auch nur noch einmal Wasser. Weißt du noch, wo der Brunnen da oben irgendwo ist? Ja. Wo ist der Köcher? Ja, wenn ich. Wie füllt? Der Brunnen ist ja da. Ich fülle auch mit Wasser. Ich mach auch. Ich mach, warte. Na, ich fülle meins aber auch vorher, ich habe auch noch mit rein. Passt echt so viel rein? Fertig? Das ging jetzt aber schnell. Ja. Direkt auf dem Drehding musst du gucken. Aber exakt. Ich muss jetzt gerade woanders drauf. Nee. Ansonsten gib mal her. Ja, da. Na, direkt da rechts. Links, da. Links. Autokühler. Alter Schwede. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel da in Wirklichkeit reinpasst. Das habe ich noch nie aufgefüllt. Ja, das können wir ja dann. Wir fahren halt zum Zelt und dann füllen wir es mal komplett auf. Passen hier zwei Zündkerzen rein? Nee. Nein. Das andere sind irgendwelche. Nee, Zündkerze ist oben. So. Da oben beim Motor. Ja. Das sind irgendwelche Lampen. Naja, dann. So. Gang rein. Ah, halt. Aus. Einmal kurz drücken, oder? Was denn? Ja. Dings, Öl. Aussteigen. Ich hab keins. Ich hab doch Öl. Zwar nur 2 Liter, vielleicht haben wir da Glück und das reicht ja. Erstmal. So. Andere Perspektive. Da. Nee? Aber nicht in das Wasserding, ne? Hier geh am liebsten auf die rechte Seite von dem Auto. Ja, von da irgendwo. Auftanken, halten. Wird er wohl richtig sein? Das ist langsam.
Es kann eigentlich nur das sein. Ist ja da in der Mitte das Ding, wo ich hingeguckt habe. Ah, es qualmt nicht mehr. Oh doch, jetzt. Gang. Wie macht man Handbremse raus? Keine Ahnung. Das, ich wusste ja nur nicht, dass man mit den Gängen... Ja, vor uns war genau das... Ist er kaputt? Er ist kaputt, ne? WTF? Du bist gegen Dings gefahren. Gegen den Holzstumpf. Wollte ich dir ja gerade noch sagen, aber... Scheiße. Und nimmst du jetzt alles raus? Bevor es despawnt. Wenigstens hier hinlegen. Wenigstens hinlegen. Dass, falls das Auto despawnt, haben wir... Ich weiß mal wo. Scheiße, ey. Ah, eine Lampe? Ja gut, okay, eine Lampe. Scheiße, echt jetzt? Wow, Zündkerze ist sofort abgenutzt gerade jetzt gewesen. Ah. Hä, 2? Ach nee, es war verbuggt. Die lag nochmal da. Ah nein, jetzt kriege ich das ganze Öl und so nicht mehr hier raus. Nö. Hey, was? Ach, da ist ein Baumstumpf. Junge. Oh, fuck, ey. Ja, man darf auch noch so gegenfahren. Den habe ich echt nicht gesehen. Autokühler ist Gott sei Dank noch makellos. Batterie auch. Oh, scheiße, ey. Ja, das ist nämlich dieser Fail. Ich habe mich so gefreut. Wie, oh, Mann. Ja, wir fahren auch nur los und schon ist das Ding im Arsch. Das ist einfach so lächerlich. Hast du den Kühler mitgenommen alles? Ja, habe ich alles. Die Reifen jetzt nur nicht. Och Mensch. Gut, Leute. Scheißegal. Keine Ahnung. Mal gucken. Hä, warum liegen hier jetzt 5? Da liegt noch eine Batterie? Es ist, glaube ich, nur. Wie gerade mit der Zündkerze. Tja, wollen wir... Da liegt noch eine Batterie. Ja, ich nehme sie mit. Ja, wie soll ich sie jetzt mit? Gut, keine Ahnung. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt da noch unten und schreibt in den Kommentar, wie scheiße das Auto doch eigentlich ist. Tschüss.